Herrgott, Erika, jetzt sag doch auch mal was. Wie sollen die dich denn hier freisprechen, wenn du nicht mitmachst? Und hör auf immer mit deinen Nägeln, das ist ja furchtbar, wie sieht das denn aus? So war sie schon immer, schon als kleines Kind, schüchtern bis zum geht nicht mehr. Alles muss man ihr aus der Nase ziehen, aber im Moment treibt sie es auf die Spitze, weil sie redet ja zu Hause so gut wie kein Wort mehr. Die Frage ist, vielleicht kommt sie gar nicht zu Wort. Nur doch schon. Frau Lindner, ich habe mal noch eine andere Frage. Wie ist das mit der Garage? Ist die eigentlich immer unverschlossen? Ja, weil wir wohnen auf dem Lande. Also da kommt nichts weg. Bei uns ist ja was hineingestellt worden. Mhm. Können Sie sich vorstellen, wer da was reingestellt hat? Ich meine jetzt explizit den Laptop, den Clubcomputer? Nein, also wirklich keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, das ist mir schleierhaft. Ich weiß nur eins, die Erika ist keine Diebin. Es ist ja nicht so ganz wahrscheinlich, dass einer im anderen einen Laptop in die Garage stellt. Aber wieso sind Sie überzeugt davon, so überzeugt davon, dass Ihre Tochter da nichts entwendet hat? Warum sollte sie das denn tun, diesen, wie haben Sie gesagt, diesen Clubcomputer? Laptop. Ja. Weil sie braucht doch das gar nicht. Wir haben doch einen Computer zu Hause, nur von meinem verstorbenen Mann. Schön, vielleicht wollen Sie ihn verkaufen. Was halten Sie von der Idee? Unsinn. Unsinn, ja. Ach, wie soll sie das denn anstellen? Meinen Sie vielleicht, sie hätte Kontakte zur Unterwelt? Sie hat doch gar kein Motiv. Ihr geht's doch gut. Es ist doch alles in Ordnung. Also Frau Lindner, ich bitte Sie, Sie brauchen heute doch wirklich keine Kontakte zur Unterwelt, um irgendwelche heiße Ware zu verticken. Da reicht ein Internetanschluss. Ja, und übrigens hatte Ihre Tochter ein klares Motiv. Sie hatte Schulden. Sie brauchte Geld. Da irren Sie sich aber. Ich habe gedacht, Sie haben hier alles genau untersucht. Meine Tochter hat keine Schulden. Einfach mal mehr zuhören, anderen Leuten zuhören, weniger denken. Ihre Tochter hat Schulden, 17.000 Euro, seine ganze Menge. Sie verdient 1.200 Euro brutto, da bei diesem Zustelldienst. Das heißt, da hätte sie ganz schön mal lochen müssen, um irgendwann diese Schulden abzubauen. Und das ist ein ganz klares Motiv. Verstehen Sie mich? So vielleicht. Jetzt bin ich sprachlos. Ja, das tut auch mal ganz gut vielleicht, ja? 17.000 Euro. Oh, das ist ja ein Vermögen. Ich meine, können Sie sich vorstellen, wofür Ihre Tochter so viel Geld in den letzten Monaten gebraucht hatte, um auf solche Schulden zu kommen? Erika, nimmst du Drogen? Nein! Aber wozu brauchst du dann das ganze Geld? Natürlich nimmt sie Drogen, da bin ich mir ganz sicher. Da kann man da nicht so einen Test machen. Jetzt mal ganz langsam, wieso sind Sie sich denn da sicher plötzlich? Na, sie hat sich doch in letzter Zeit noch mehr verändert. Und sie zieht sich in ihr Zimmer zurück und sie redet nicht und sie empfängt so geheimnisvolle Nachrichten auf ihrem Mobiltelefon. Und Sie wissen doch was, oder? Ich? Ja, Sie! Jetzt tun Sie doch nicht so unschuldig. Sie ziehen doch meine Tochter in den Drogensumpf. Jetzt sagen Sie doch endlich, was los ist. Mal, woher kennen Sie sich denn? Na, sie war doch bei uns zu Hause und hat sie ein paar Mal abgeholt. Aber ja, ich, Dummkopf, denke, jetzt hat sie endlich meine Freundin. Tja, schön. Ja, entschuldigen Sie mal, aber ganz im Ernst, also Drogen, mit denen habe ich gar nichts am Hut. Und auf gut Deutsch gesagt, finde ich Drogen sogar richtig scheiße. Also wenn ich ein paar Mal mit Erika aus war, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ich sie in den Drogensumpf gezogen habe oder sowas. Ein paar Mal? Ja. Sie sind doch beinahe jeden zweiten Abend mit ihr um die Häuser gezogen. Sie lügen doch. Erika, erzählst du deiner Mutter, dass wir andauernd feiern gehen? Frau Lindner, wirklich, wir waren 2-3 Mal weg. Und ich würde es wirklich zugeben, wenn es stimmen würde. Nicht? Ja, aber was soll ich denn dann denken? Wo ist sie denn? Wofür braucht sie denn das ganze Geld? Ich glaube, da steckt ein Typ hinter. Hast du einen Freund? Ja, du kannst es doch sagen, wenn du einen Freund hast. Ich freue mich, wenn du einen netten jungen Mann kennengelernt hast. Da war doch was mit diesem Typen, dieser Verheiratete, dieser Diplom-Ingenieur. Ja, Sandra, das war der heute, oder? Nein. Wer war was? Naja, vor der Verhandlung habe ich gehört, wie Sandra sich mit einem Typen unterhalten hat. Und naja, ich habe sie halt direkt darauf angesprochen und sie meinte, ja, dass er sie nur um die Uhrzeit gefragt hätte. Und ich bin mir sicher, das war der, hundertprozentig. Nein, ich war's. Ich ganz alleine. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe den Laptop geklaut. Und ich habe auch das Collier von der Frau Biegel aus dem Paket geklaut. Dann habe ich den Kochbeutel da reingelegt und alles wieder zugeklebt. Ich war's. Wirklich. Das müssen Sie mir glauben. Sie können mich jetzt verurteilen. Und die Schulden? Ich bin spielsüchtig. Kind. Wo spielen Sie denn? Im Casino, im Online-Casino, halt am Computer. Und was spielen Sie da? Was? Um Geld natürlich. Ja, ne? Ich meine, was für ein Spiel spielen Sie denn da? Bingo, ich spiele Bingo. Und auf welche Website gehen Sie da? Das ist doch jetzt ganz egal, auf welcher Seite. Hey Sandra, ernsthaft, das denkst du dir doch jetzt gerade alles aus, oder? Willst du diesen Fuzzi etwa irgendwie...
in Schutz nehmen. Nein, ich war's. Das müssen Sie mir glauben. Ganz alleine. Ich weiß ja, ob wir Ihnen das glauben müssen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch gewisse Probleme damit. Ja? Sie machen überhaupt den Mund nicht auf. Und in dem Moment, wo dieser geheimnisvolle Mann ins Spiel kommt, geben Sie auf einen Schlag alles zu. Ja, da ist der Verdacht naheliegend, dass dieser mysteriöse Mann irgendwas mit dem Ganzen zu tun haben könnte. Und Entschuldigung, seien Sie mir nicht böse, aber die Geschichte mit dem Online-Casino, die erklärt ja auch nicht, dass sie jeden zweiten Abend weg sind. Weil, also Entschuldigung, Online-Casino, das spielt man am Computer und das macht man dann in der Regel von zu Hause aus, oder nicht? Also, Name und Adresse von dem Mann, bitteschön. Geben Sie sich mal einen Ruck. Können Sie mir da vielleicht weiterhelfen? Kommt ja, ja also er war auf jeden Fall Diplom-Ingenieur. Und ich glaube, der arbeitet bei Bosemann und Söhne. Was? Ja, bei Bosemann und Söhne sagen Sie? Und der Name, das war irgendwie so ein bescheuerter Name. Fast schon so ein Hundename. Rollo... Bello. Rocco. Rocco, hundertprozentig Rocco. Und ja gut, Rocco. Den Nachnamen weiß ich jetzt also nicht. Also eigentlich, den hat Erika Rocco ist ja wohl nicht häufig. Also mit dem Namen und wenn wir den Arbeitgeber haben, dann müsste man den doch eigentlich rauskriegen können. Sekunde, gab mal. Guck da mal. Ja, guten Tag, Richter Holt hier. Ich würde ganz gern mit einem Mitarbeiter von Ihnen sprechen, der bei Ihnen als Diplom-Ingenieur arbeitet. Jetzt habe ich blöderweise nur den Vornamen Rocco, heißt der. Ja, Rocco, genau. Ach, das ist ja interessant. Kann ich vielleicht mal mit dem Herrn sprechen? Ja, und wann beginnt sein Dienst dann heute? Das heißt, in einer halben Stunde kann ich ihn bei Ihnen erreichen, oder? Okay. Herzlichen Dank. Dankeschön. Wiederhören. Also, Rocco Schmidt, wie dieser Herr heißt, der hat heute Spätschicht und ist noch nicht in der Arbeit zu erreichen. Aber Sie haben es, glaube ich, gerade hören können. Ich kann ihn dann in einer halben Stunde, müsste er dort erreichbar sein. Also, ich würde den Herrn jetzt gern hier als Zeuge vernehmen. Das heißt, wir unterbrechen. Und ja, ich denke, in zwei Stunden müsste man eigentlich dann hier haben können, wenn man heute unbedingt noch vernehmen wollen. Und das würde ich gern tun. Fragen noch an die Mutter. Keine Frage. Frau Lindner, danke schön. Dann bleiben Sie unvereidigt. Es ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird für zwei Stunden unterbrochen. Die Hauptverhandlung gegen Erika Lindner wegen Unterschlagung wird fortgesetzt. Rocco Schmidt, bitteschön. Guten Tag, Herr Schmidt. Bevor Sie sich hinsetzen, könnte ich vielleicht mal Ihren Personalausweis sehen? Na, natürlich. Dankeschön. Nehmen Sie doch bitte schön Platz. Nehmen Sie direkt Platz. Ja. Was war aber? Ich weiß nicht, warum ich heute hier bin. Ja, das werden Sie gleich noch erfahren. Da kommen wir dazu. Zunächst muss ich allerdings Ihre Personalien festhalten und Sie bei der Gelegenheit gleich belehren, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Sie können auf einzelne Fragen die Auskunft verweigern, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Und diese Wahrheitspflicht, die bezieht sich auch auf Ihre Personalien. Ja? Also, Ihr Name ist Rocco Schmidt. Wie alt sind Sie? 32 Jahre. Wo wohnen Sie? In Köln. Mhm. Ihr Beruf? Ich arbeite bei Bosemann und Söhne. Ja, und als was arbeiten Sie da? Als Diplom-Ingenieur. Habe ich das richtig verstanden? Diplom-Ingenieur? Ja, genau. Jetzt habe ich vorher gerade bei Bosemann und Söhne angerufen und hatte da eine freundliche Dame von der Personalabteilung am Telefon. Können Sie sich vorstellen, dass die vielleicht was ganz anderes gesagt hat? Da hat die mir ganz andere Informationen gegeben. Also, soll ich die Dame laden? Oder wollen Sie mir sagen, als was Sie bei der Firma arbeiten? Als Lagerarbeiter. Ging das vielleicht auch laut und deutlich? Als Lagerarbeiter. Gut. Damit wäre ja diese falsche Angabe schon mal vom Tisch. Aber ein guter Start in der Zeugenvernehmung ist das nun mal ganz und gar nicht. Habe ich Ihnen nicht als allererstes gesagt, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen und dass sich das auch auf die Personalien bezieht? Seien Sie sich mal im Klaren, dass eine Falschaussage kein Kavaliersdelikt ist, ja? Ja. Und ich habe wenig Lust, Sie jetzt bei weiteren Lügen zu ertappen. Auch klar, oder? Verstanden? Ja. Familienstand? Bin quasi ledig. Ein Quasi-Familienstand gibt es ja eigentlich nicht. Das können wir gerne weglassen, oder? Ich bin ledig. Was? Das verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht. Ich kann dir alles erklären. Nein, jetzt spielt hier vorne die Musik. Verwandt, verschwägert, verlobt mit ihr sind Sie auch nicht. Nein. So, und damit Sie jetzt mal wirklich wissen, worum es heute hier geht, der Angeklagten wird vorgeworfen, sie soll im Rahmen einer Paketzustellungsfahrt am 13. Februar zum einen ein
Paket entwendet haben, in dem sich ein Laptop befand. Und dann soll sie ein weiteres Paket, in dem sich ein Schmuckstück befand, geöffnet haben, Schmuckstück rausgenommen haben, sich einverleibt haben, stattdessen einen Reisbeutel da reingelegt haben und dann das Paket wieder zugemacht und auf die Art dann zugestellt haben. So. Nichts zu sagen, weiß ich nichts drüber. In welchem Verhältnis stehen Sie denn zu Angeklagten? Ja, da gibt's schon so ein Verhältnis. Aber ich weiß echt nicht, was ich heute hier soll. Wie irgendwie so ein Verhältnis? Hast du jetzt was mit ihr oder nicht? Und warum erzählst du ihr sowas von wegen, du bist ein Diplom-Ingenieur? Erika, als ich dich das erste Mal gesehen habe, ich habe mich sofort in dich verliebt. Und ich hatte einfach Angst, wenn ich dir sag, dass ich nur ein Lagerarbeiter bin, dass du mich nicht willst. Aber das hätte mich doch überhaupt nicht gestört. Naja, aber die Geschichte mit dem Diplom-Ingenieur anstatt des tatsächlichen Lagerarbeiters ist ja wohl nicht der einzige Bär, den Sie der Angeklagten hier aufgebunden haben. Also an sich sagt man ja, jetzt mal Anwesende ausgenommen, Männern eher nach, dass sie ihren wahren Familienstand verheiratet verschweigen und sich zu einem Ledigen machen, obwohl sie es nicht sind, oder? Und nicht umgekehrt. Tja, ne? Das... Ja, also ich kann Ihnen das auf jeden Fall erklären, warum man das gemacht hat, ganz klar. Ich glaube, der wollte Erika nie lange Leine nehmen, weil, naja, man findet eine Frau... Ich glaube, er wollte sie einfach nur warm halten. Aber das kann doch gar nicht wahr sein. Ja, Erika, Mann, checkst du es nicht. Er ist nicht dein Traumprinz. Er ist nicht wie deine super tollen Helden in diesen Groschenromanen. Er verarscht dich. Aber das glaube ich einfach Mann, nicht. Mann, du glaubst es nicht. Ich meine, schau dir mal an. Warst du schon mal, kennst du seine Familie? Warst du bei ihm zu Hause? Wo trefft ihr euch überhaupt? Im Hotel? Im Auto. Was, im Auto? Ihr habt Sex im Auto? Gott, wie widerlich. Also, Mr. Möchtegern Diplom-Ingenieur. Also, das ist ja unterste Schublade. Widerlich. Mensch, ey. Erika, dein erster Freund und dann auch gleich so einen... Arschloch. Bitte nein, Frau Seifert, jetzt halten Sie mal Ihre Emotionen ein bisschen im Zaum. Haben Sie denn nicht vielleicht was dazu zu sagen? Erika, ich kann dir alles erklären, aber nicht hier vor den ganzen Leuten. Wie, was Besseres fällt Ihnen jetzt nicht ein? Erika, im Ernst, wirfst du ihm das Geld in den Rachen? Klaust du für den? Ja, nein. Ja, wie nein? Jetzt red doch mal Klartext. Ganz im Ernst, er ist es nicht wert, dass du ihn noch beschützt. Also, wenn du wirklich was zu sagen hast, dann sag's jetzt bitte. Rocco, warum hast du mir denn gesagt, dass du verheiratet bist? Ich dachte... Was haben Sie denn gedacht? Bloß die Klappe. Nein, Moment, Sie haben jetzt mal Sendepause. Jetzt habe ich die Angeklagte was gefragt und dann will ich nicht, dass Sie beeinflussen hier, ja? Was haben Sie gedacht? Ich dachte, Rocco braucht das Geld, um seine Frau zu verlassen. Wie ist denn das zu verstehen? Also, Roccos Frau, die hat ihm das Studium finanziert. Und er wollte sie halt nicht einfach so im Stich lassen. Und dann hat er sich halt überlegt, dass er sie halt anständig verlässt und nicht halt ohne irgendwas sitzen lässt. Und ja, aber das stimmt ja jetzt alles gar nicht. Das stimmt wohl nicht, weil er nicht eine Frau verschwiegen hat, sondern eine Frau dazu erfunden hat. He? Das heißt, Sie haben die Schulden für den Herrn Schmidt gemacht. Die ganzen Schulden. Kann es sein, dass eine ganz miese, gemeine Nummer abgelaufen ist? Und hier grinsen Sie nur. Wie konntest du denn nur so gemein sein? Ich habe dich doch geliebt. Ich dachte, wir hätten eine Zukunft zusammen. Boah, jetzt hör doch mal auf, hier rumzunörgeln. Also, Sie sind ja wirklich das Allerletzte. Ich bin ja absolut sprachlos. Ruhe jetzt! Rocco, hattest du denn jemals Gefühle für mich? Ey, guck dich doch mal an. Ich meine, du bist nun wirklich keine Schönheit. Ich meine, sei doch froh, dass dich überhaupt mal einer angefasst hat. Und die Kohle, die hast du mir ja so aufgedrängt. Aufgedrängt? Du hast doch immer wieder nachgefragt. Und als ich dann keinen Kredit mehr bekommen habe, da hat er nach den Paketen gefragt, ob da nicht manchmal etwas Wertvolles drin wäre. Und dass es doch gar nicht auffallen würde, wenn da mal was fehlen würde. So, dann sind wir jetzt trotz aller Gemeinheiten beim Kern der Sache. Hm? Und der Laptop ist bei Ihnen gefunden worden, ja? Können Sie sagen, wo das Collier ist? Das habe ich ihm auch gegeben. Ich habe ihnen von der Frau Briegel und ihrem nervigen Hochzeitsgerede und halt von dem Collier erzählt. Und dann hat er mir erzählt, dass er das Collier gerne seiner Frau geben möchte, damit sie sich in Sicherheit wiegt. Damit wir halt mal zusammen übers Wochenende wegfahren können. Und die Idee mit dem Kochbeutel, die schenkt auch von ihm. Ich war einfach so dumm. Mensch, Erika, klar, du hast Mist gebaut, aber du hast es aus Liebe getan und du wolltest, dass halt der Typ dich auch liebt.
Mensch, hättest du mir vorher was von dem erzählt. Ich hatte ihm auf jeden Fall schon mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Das auf jeden Fall. Also du bist mir nicht mehr böse? Ach Quatsch. Mensch, wir sind doch Freundinnen. Wir werden auf jeden Fall einen besseren für dich finden. Und einen vielleicht, der dich auch liebt, wirklich liebt. Und für den du nicht unbedingt wirklich was klauen musst. Seien Sie froh, dass Sie so eine Freundin haben. Der Herr Staatsanwalt und ich befürchte, wir können nicht so schnell vergeben. So, noch Fragen an den Herrn hier. Vielen Dank. Herr Schmidt, auf Sie wird noch einiges zukommen und dann wird Ihnen hoffentlich auch dieses ärgerliche Grinsen vergehen. Nehmen Sie mal bitte hinten Platz und sparen Sie sich das. Zeuge bleibt unvereidigt. Dann kommt noch zur Verlesung der Auszug aus dem Bundeszentralregister. Keine Eintragung, das heißt, Sie sind bisher nicht vorbestraft. Was verdienen Sie denn? Oder gut, jetzt sind Sie ja beurlaubt. Was haben Sie denn zuletzt netto so ungefähr verdient? Also ich habe immer so zwischen 900 und 1000 Euro netto verdient. Mhm. Weitere Fragen? Keine Erklärungen. Danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Das Gericht, Frau Verteidigerin, ich kann nur sagen, Bingo, um das mal in Ihrer Sprache, in der Sprache der Angeklagten zu sagen, der guten alten Spielerin. Ne? Natürlich ging es nicht um Bingo, es ging um Rocco, den grinsenden Diplomlagerarbeiter. Und ich muss eins sagen, mir fällt es schwer zu verstehen, wie Ihre Freundin auf Sie hier eingeht. Ich kann mich da eher dem Herrn Vorsitzenden anschließen. Es fällt natürlich schwer, jetzt einfach zu sagen, mein Gott, die war verliebt, sie wollte geliebt werden. Da muss man Verständnis haben. So einfach geht das nicht. Das war eine Unterschlagung. Es ging hier um einen hohen Wert, über 2000 Euro. Und entschuldigen Sie bitte, Frau Lindner, Sie haben hier Ihren Job ausgenutzt, um an dieses Geld ranzukommen. Da kommt man nicht mehr zu einer Geldstrafe, nach meiner Überzeugung, sondern hier muss eine Freiheitsstrafe her, die natürlich zur Bewährung ausgesetzt werden kann. 7 Monate, so stelle ich mir das vor. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, bis zum Schluss habe ich eigentlich an die Unschuld meiner Mandantin geglaubt. Aber nichtsdestotrotz steht ja jetzt fest, dass sie die Taten begangen hat. Aber ich habe ehrlich gesagt auch Mitleid mit ihr. Mitleid, warum? Weil sie Täter und Opfer zugleich ist für mich. Opfer deswegen, weil sie auf einen üblen Hochstapler und Heiratsschwindler Rocco Schmidt reingefallen ist, der meiner Mandantin, ja, die überhaupt keine sozialen Kontakte hat, schamlos ausgenutzt hat, ihr das Geld aus der Tasche gezogen hat, bis zum Anschlag der Kreditlinie und als die auch noch erschöpft war, sie angestiftet hat, hier solche schweren Straftaten zu begehen, die sie letztendlich auch die berufliche Existenz kosten. Ja? Dafür werden sie natürlich ihr eigenes Verfahren bekommen, Herr Schmidt. Das alles entlastet und entschuldigt meine Mandantin nicht. Aber das ist wichtig für die Strafzumessung. Es ist nicht die kriminelle Energie, die von ihr ausgegangen ist. Ja? Das ist alles auf dem Mist von Herrn Rocco Schmidt gewachsen. Und man muss dazu sagen, meine Mandantin hat sich mit keinem Cent persönlich bereichert an diesen Taten. Und der Schaden, Entschuldigung, wenn ich so sage, 2100 Euro ist überschaubar. Und deswegen meine ich, reicht hier noch eine Geldstrafe. Und da halte ich 90 Tagessätze für Tat und Schuld angemessen. Und das auch noch vor dem Hintergrund, um ihr eine Chance zu geben, dass sie beruflich noch mal Fuß fasst und damit im Führungszeugnis eben nicht vorbelastet ist. Danke, Frau Verteidigerin. Frau Lindner, Sie haben die Anträge gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ja, ich möchte jetzt noch sagen, dass es mir leid tut, dass ich halt gelogen und gestohlen habe. Aber ich habe meine Lektion gelernt. Und ich weiß, dass sowas in meinem Leben nie wieder vorkommen wird. Und Sie können mich jetzt auch verurteilen, das ist okay. Ja, dann verkünde ich das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Erika Lindner ist schuldig der veruntreuenden Unterschlagung in 2 tateinheitlichen Fällen, Paragraphen 246 Absatz 1 und 2, 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro, also insgesamt 2700 Euro, sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es haben ja beide recht. Der Herr Staatsanwalt hat recht. Natürlich ist es ein starkes Stück. Es ist auch Ausdruck einer hohen kriminellen Energie, das Ding hier aufzuschneiden und dann wirklich mies hier einen Reisbeutel reinzulegen. Sie haben das Vertrauen Ihres Arbeitgebers missbraucht. Es ist ein doch nicht unbeträchtlicher Schaden entstanden. Sie haben aber auch recht. Sie ist nicht nur Täterin, sie ist in gewisser Weise auch Opfer. Ihre Leichtgläubigkeit, ihre Liebe, das ist ausgenutzt worden. Er hat Ihnen das Geld aus der Tasche gezogen. Sie stehen jetzt mit 17.000 Euro Schulden da. Auch den Schaden werden Sie ersetzen müssen natürlich. Ja? Und er hat Sie zu dem Ganzen angestiftet. Das glaube ich Ihnen sehr wohl. Und Sie hatten vor dem Ganzen keinen eigenen Vorteil, aber jetzt noch zusätzliche Schulden eben, ja, in der Schadenshöhe. Deswegen meine ich, dass eine Geldstrafe ausreichend ist, mit gemischten Gefühlen. Weil da kommt jetzt natürlich noch mal eine finanzielle Belastung auf Sie zu. Bei einer Bewährungsstrafe hätte ich einfach Ihnen eine Auflage erteilen können, den Schaden schnell wieder gut zu machen. Aber ich habe trotzdem hier die Geldstrafe gewählt, weil in einem Führungszeugnis macht sich natürlich eine Freiheitsstrafe, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt ist, überhaupt nicht gut. Und Sie müssen ja jetzt schließlich einen neuen Job suchen. Weil das ist klar, die werden Sie nicht mehr nehmen. Ja?
Ja, 2700 Euro, das ergibt sich aus ihrem Einkommen 30 Euro pro Tag. Gegen das Urteil kann noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision eingelegt werden. Ihrem Antrag entsprach es eh, können Sie über den Schatten springen, Herr Staatsanwalt. Also dann ist das Urteil hiermit rechtskräftig. Seltsam, Heiratsschwindler hatte ich mir immer ganz anders vorgestellt. Ich habe noch nie gehört, dass einer sich extra als verheiratet bezeichnet, um den Damen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Frau Seifert, Sie haben gesagt, Männer sind, wie war das, wie Toiletten, entweder beschissen oder besetzt, haben Sie gesagt. Ich habe heute gelernt, dass es bei den Männern wirklich wie bei den Toiletten ist. Es gibt auch welche, die sind frei und besch. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Rocco Schmidt wurde wegen Betruges, Anstiftung zur Unterschlagung und uneidlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Er erhielt die Bewährungsauflage, an Erika Lindner zur Schadenswiedergutmachung 19.400 Euro in Raten zu bezahlen.